Okay, damit willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Das kannst du anders hinstellen, so. Und ja. Here we go, würde ich sagen. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Das Gefühl habe ich leider auch für dich. Okay. Ui. Ui. Ui, ui. Lara. Da geht's hin. Here we go. Aber warum zum Henker sollte man immer dieses Gefühl? Bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ah ja. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Und Lara kriegt wieder eins auf die Fresse. Ach Mann. Lara, geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna. Was? Hä? Was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Quelle. Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet?
Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Was ist das? Okay, dachte, da kommt noch was. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich es weiß. Vorsichtig. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Na dann. Let's go, Lara. Na klar. Ja. Oh. Oh. Bogen und Seile. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Der Recurve-Bogen und Seil. Ja, wieder zurück. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Achso. Ist tatsächlich mittlerweile auf Sie da raus? Die gleiche Taste gelegt. Halt! Befreien Sie mich! Ich kann helfen! Ich traue Ihnen nicht.
Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Hm. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. I don't know. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Ah, okay. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Hey, mach auf. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. 1942. Ratten. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ein Gulag halt, ne? Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Auf. Danke. Kampanbogen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Immer diese bösen Sachen. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher.
Okay. Nack. Tür auf. Beste Fluchtmöglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Berichte über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gesperrt. Sie haben Ärger auf dem Gelände gemacht. Erwarten wir noch andere? Oh, ist doch gar nicht kalt so in den Klamotten, oder? Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Okay, wir machen jetzt mal hier schön Silent Killer, ne? Ui, der war voll daneben. Müssen wir schon noch ein paar Teile herstellen. Der war nice. Dein Kopf mit einem Loch drin, das ist da. Wuhu! Du auch, er ist halt ein Rand. Wie viele Gegner habe ich noch? 3, ne? Frage ist halt. Total verschmort. Fast geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Achtung, Angriff! Durchsuch das Gebiet. Gut.
Wo war denn das Ding da irgendwo, ne? Das müsste der letzte gewesen sein. Hoffe ich. Oder? Noch einer hier irgendwo? Nein, ne? Nein. Ah. Okay. Die Laptops sind also einfach eine Herausforderung. Okay, alles klar. Mhm. Brauche ich nicht. Das nehmen wir noch mit. Oh, lass mich, danke. Drei von zehn halt einfach. What the heck? Schrauber. Okay, aber der fliegt über mich drüber, das ist okay. So, Muni. Ist nichts drin. Kann ich hier eben gerade noch irgendwas machen? Nee, okay. Nix, okay. Da ist noch ein Laptop gewesen. Okay. Sonst ist hier nichts weiter. Oh. Kann ich den... Ja. Okay, ich kann den noch kaputt schlagen. Sehr gut. Oh. Tape. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ich würde mal vermuten, hier gibt es gleich Verstärkung. Explodiert das Ding? Das muss ich mal ausprobieren. Yes! It explodes. Okay. Jacob! Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Finden Sie Jakob. Hoppala. Hochklettern, Lara. Danke. Kurz mit dem Schloss knacken.
Die Pfeiler sind voll. Sonst ist hier nichts, oder? Wie die Ratte da durchs Bild läuft.